Auffallende Kopfbedeckungen sind genau Robin Ryanians Ding. Und deshalb zierten Vögel die Köpfe fast all seiner Models bei seiner Fashion-Show am Mittwochabend im Felix. Aber das für einen guten Zweck, denn alle Einnahmen seiner neuen Kollektion unterstützen Brustkrebspatientinnen. Meine Message lautet, wacht auf, es dreht sich nicht immer alles nur um einen selber. Und ich hoffe, dass meine Gäste, die heute Abend kommen, das verstehen und an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, wie zum Beispiel für Brustkrebspatientinnen, da es vor allem in Deutschland so viele Fälle gibt. Bei seiner Show präsentierte der junge Designer elegante Abendgarderobe, mal in Schwarz und mal in Weiß. Abschluss und Höhepunkt der Show, das pompöse Brautkleid getragen von Georgina. Für mich ehrt es total, das letzte Kleid zu laufen, das Brautkleid und hier modeln zu dürfen, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich freue mich da total drüber. Obwohl ihr auf der Treppe des Felix ein kleiner Stolperer unterlief, machte sie eine gute Figur auf dem Laufsteg. Ebenso wie die gesamte Kollektion. Und so hatte Robin allen Grund, sich und seine Mode feiern zu lassen. Mir hat die Show sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Kleider wirklich großartig. Auch ja, sehr elegant. Ja. Und alles glitzerte und ich stehe auf Glitzer, Glitzer. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch tolle Mädels. Mir hat die Show natürlich super gefallen. War eine gute Gästeliste, waren schöne Kleider, schön handbestickt. Georgina hatte das schönste Kleid an natürlich, hat die super gemacht und wir sind alle stolz auf sie. Mir hat es super toll gefallen, das war eine sehr, sehr schöne Show. Ich kenne Robin persönlich, der hat einen guten Geschmack. Tolle Show. Und so ging ein weiterer Abend der Berliner Fashion Week mit einer gelungenen Kollektion und einer ebenso gelungenen Aftershow-Party zu Ende. Und von Robin Ryanian hat man vielleicht auch nicht das letzte Mal gehört.